time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So schaut's aus und zu den Start of the Month für Dezember. Schauen wir uns natürlich alle Spiele an, die Sets, wie wir zu machen sind, rechnen die Kosten aus, was ein richtiger Batzen ist teilweise. Und gucken sonst noch was für den Content rauskam. Los geht's. Zum einen hat man am Dienstag 4 neue Captains-Karten. 3 davon schauen wir uns an. Der erste ist der 87er Daniel Alfredsson von den Ottawa Senators. Ein linker Flügelspieler, 1,80 groß, 92 Kilo, spielmachender Angreifer, Schussboost, Schnapp und goldenes außerkornes Vorbild, was ja alle Captains-Karten hatten. 92 Beschleunigung, 20 Tempo, Ausdauer ist bei 85 Schuss im hohen 80er, niedrigen 90er Bereich. Kann man noch ein bisschen pushen mit dem Schussboost dementsprechend. Hände kriegen wir auch was im mittleren 90er Bereich rein. Hand-Augen-Kürze nur bei 87. Bolting ist bei 80, Schussfähigkeit bei 85, Defensive Booster bei 85. Hatten, glaube ich, alle Captains-Karten. Also reine Flügelspieler-Karte für Fans, definitiv eine Empfehlung. Von den Carolina Hurricanes, der 89er Rod Brindamore, ein Center, 1,85 groß, 93 Kilo, Tube-Angreifer, Defensive-Boost oder Checking-Boost. Dazu kein Wettkampf, Urgewalt, goldenes außerkornes Vorbild. Auch hier kann man durchaus die Urgewalt anmachen, vielleicht für 2 Punkte sogar kein Wettkampf. Hat 91 Besteuerung, 91 Tempo, Ausdauer bei 95, was echt toll ist. Schuss im hohen 80er, niedrigen 90er Bereich, dementsprechend auch mit Synergien kann man nicht mehr viel machen. Wir haben Deking jetzt bei 85, Hand-Augen-Kürze bei 90, Bolt-Check bei 90, Widerstreaker bei 99, 90 Face-Off-Rating, dass man dann auch mit Synergien auf 97 hochkriegt, also eine optimale Center-Karte und wie ich finde auch viel besser als seine Icon-Karte. Na, schwierig, ist deutlich langsamer mit 88 bis 99 Tempo, Schuss ist in etwa gleich, Hände sind etwa gleich, Checking-Wert ist in etwa gleich, 92 Face-Off, hat auch einen Tube-Angreifer, kommt auf 95 hoch, mit goldenen Blitzstart, also wenn ihr die Icon habt, dann würde ich die weiter upgraden. Wenn er schon so weit seid mittlerweile, ansonsten auch die Captain's Karte hat seinen Wert. Der letzte ist der 90er Niklas Lidström von den Red Wings, ein rechter Verteidiger, 1,85 groß, 86 Kilo, offensiver Verteidiger, Two-Way-Verteidiger, dazu Defensiv-Boost oder Schuss-Boost, schneller Pick, Shutdown, Kreisel und goldenes außerkolles Vorbild. 93 Beschleunigung, 93 Tempo, Ausdauer bei 90, Schuss im Schnitt bei 90, Hände ist auch im 90er Bereich, außer natürlich wieder Deking und hat Augenkondition wie meist bei den Verteidigern. Bodychecking bei 85, 90 Widerstandsfähigkeit und 94 Defensivbewusstsein. Auch hier eine klasse Karte, da kann man auch drüber streiten, ob seine Icon jetzt sogar einen Tick schlechter ist mit goldenen Quick Pick, also goldenen schnellen Pick und eben ein bisschen langsamer. Dann haben wir 5 neue Prototypes-Karten mit Dano, Fischer, Holik, Lindholm und Pekka. Die haben alle 99 Face-Off-Rating und 99 Defensive-Awareness, also Defensiv-Bewusstsein. Und manche haben da echt durchaus ihren Wert. Gerade der 86er Bobby Holik von den New Jersey Devils Alumni, ein Center, 1,93 groß, 100 Kilo, Tube-Angreifer, Schussboost, Nahkampf, goldener Blitzschlag zu ihm, 99 Face-Off-Rating. Mit 88 Besteuerung, 88 Tempo auch nicht der längste. Klar, der Schuss ist im niedrigen bis mittleren 80er Bereich, die Hände genauso. Aber gerade wenn man in Unterzahl noch einen Bulli gewinnen will, kann man den durchaus bringen. Also hat seinen Wert. Ebenfalls 86, der 86er Mike Fischer von den Nashville Predators, auch er ein Center, 1,85 groß, 98 Kilo, Tube-Angreifer, Schussboost, Nahkampf und Blitzstart. Ja, da gilt das gleiche wie Holik, klar, Holik ist noch ein Tick größer, dafür ist Mike Fischer mit 92 Beschleunigung, 200 Tempo noch ein Tick schneller. Resting wird er auch im niedrigen bis mittleren 80er Bereich, aber eben gerade für sowas, wie gesagt, in Unterzahl, für die vierte Reihe, den in Unterzahl bringen, wenn man Bulli gewinnen muss, durchaus wertvoll. Bei Philipp Dano merkt man, dass es eine 83er Karte ist. Klar, er hat 99 Face-Off Rating, goldene Blitzstart, aber auch sonst nichts. Also da wäre mir dann doch ein anderer Kollege lieber. Der 87er Elias Lindholm von den Calgary Flames, natürlich ein Center, 1,85 groß, 92 Kilo, Tube-Angreifer, Schussboost, Nahkampf und goldene Blitzstart haben alles gleiche, mehr oder weniger. Beschleunigung und Tempo sind wir bei 91, Schuss im mittleren 80er Bereich, Hände im mittleren bis hohen 80er Bereich, auch die Checking-Werte im niedrigen bis mittleren 80er Bereich, 99 Face-Off Rating, also da wären mir sowohl Fischer als auch Holik lieber. Und der 89er Michael Pekka von den Islanders, 1,80 groß, 83 Kilo, Tube-Angreifer, Schussboost, dazu noch Defensivboost, kein Wettkampf, Nahkampf und goldener Blitzstart. Auch hier wären mir die anderen eigentlich alle lieber, weil er eben nur mit 1,80 da deutlich unterlegen ist, rein körperlich. Auch er hier eben 99 Face-Off-Rating. Die restlichen Sachen sind mal eher im niedrigen bis mittleren 80er Bereich. Level 19 von der Jagd nach 99 ist auch wieder auch da. Das heißt, wir brauchen hier 10 von den Collectibles, von den XP Collectibles und nochmal 24 Goldspieler, egal welche Art, gibt es hier ein Team of the Year Collectible. Heißt damit auch bestätigt, dass man diese Team of the Year Collectibles im Nachhinein noch irgendwie einlösen kann. Weil nicht alle machen das Set gleich, viele sind wirklich blank. Deswegen, aber zumindest bestätigt, dass man damit noch irgendwas machen kann. Ein paar neuen Moments haben wir. Einmal gibt es dafür 12 Collectibles, einmal haben wir 3 und hier haben wir sogar 15 Collectibles von den Live-Moments.
Schauen wir zu den Start of the Month, da schauen wir uns auch ein paar ausgewählt an. Einmal haben wir Bo Horvat, Robert Thomas, dazu Antonin Verreau, Ola Palf, Lucas Elvenes, Brent Harris, Kevin Roy und Brandon Willis, dazu noch Riley Hyde, Anthony Romani und Benjamin Baumgartner. Star hier ist klar der 92er Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs, ein Center, 1,91 groß, 94 Kilo, Power Forward, Scharfschütze, dazu Schussboost oder Flinke in den Wristboost. Schockmethode, Urgewalt, One-T und goldener Scharfschütze. Okay, 90 bis 90 Tempo ist nicht der schnellste. Klar, der Schuss ist toll mit einem hohen 90er Bereich zu bringen, genauso wie die Hände. Checkens bei 86, Widerstrafe bei 86, 91 Faceoff Rating, da haben wir heute auch schon bessere Kollegen. Also, wer so Kandidat, ja, für einen Flügel zu langsam, für einen Center schon fast zu schlecht, aber wer aus den Matchungskarten liebt, der ist natürlich hier die nächste Stufe. Und diese ganzen Karten kann man natürlich auch machen dann. Ich frage mich immer, was das sind, dieses Start of the Month, wenn das halt Karten sind, mit denen man überhaupt nicht spielen kann. Also hier ans Beispiel von Benjamin Baumgartner, 83 Beschleunigung, 84 Tempo, 79 Faceoff Rating, kommen auf 82. Also keine Chance, die irgendwie, die haben zwar alle eine hohe Schusskraft oder eine Genauigkeit, aber keine Chance, dass man da groß irgendwelche Karten einsetzen kann. Echt schade. Schauen wir zu den Verteidigern und zum 91er Roman Josi von den Nashville Predators, rechter Verteidiger, 85 groß, 91 Kilo mit Two-Way-Verteidiger oder Offensivverteidiger, Defensiv-Boost oder Beschleuniger-Boost, silbernes Shutdown, silberne Kreisel und goldenes sehendes Auge. An sich eine gute Kombo, ich wäre hier allerdings nur am Shutdown wahrscheinlich. 91 Beschleunigung, 91 Tempo, Ausdauer bei 88, Schuss von der Präzision bei 85 und 86, kriegt man noch ein bisschen hoch, genauso wie die Kraft. Hände im hohen 80er, niedrigen 90er Bereich, auch da passen auf 94, geht auf 96 hoch, also auch da passabel, Bodychecking bei 87, Widerstrafe bei 89, Defensivboost dann bei 97, ist echt tolles, gute Karte von Josi. Daneben spielt der 91er Josh Morrissey von den Winnipeg Jets, rechter Verteidiger, 1,83 groß, 84 Kilo, offensiver Verteidiger oder Two-Way-Verteidiger, Schussboost oder Tempo-Boost, One-T, Schläge hoch, Rückwärtsgang, Wärmesuche, haut mich hier alles nicht um. Also mit 1,83 bräuchte ich schon wirklich Shutdown, Wildheit, irgendwas in die Richtung. 90 bis 90 Tempo, man kriegt das Tempo noch ein bisschen oben, den Tempo-Boost, bei Verteidigern auch nicht so viel wertvoll. Schuss im hohen 80er, mit Genauigkeit sogar, die Kraft sogar im niedrigen 90er-Bereich, Hände im niedrigen 90er-Bereich, Offensivbewusstsein und da passen bei 95 und 97 ist toll. Bodychecking bei 89, Widerstrafe bei 81 auch ein bisschen wenig und Defensivbewusstsein bei 92. Ja, okay, also kein, wo ich jetzt haben möchte. Das gleiche gilt auch für den 89er Vince Dunn von den Seattle Kraken, rechter Verteidiger, 1,83 und 91 Kilo, Offensivverteidiger, Schussboost oder Flinke in Willisboost. One-T, Kreisel, goldener Donnerschlag. Okay, 89 bis 99 Tempo, auch für die Größe eigentlich echt schon zu wenig. Ausdauer ist bei 84, Schuss von der Kraft bei 91, klar kriegt man noch ein bisschen hoch, genauso wie die Genauigkeit, kann man sogar noch im mittleren 90er Bereich hochpushen, zumindest die Kraft, was die Kraft angeht. Hände im hohen 80er, niedrigen 90er Bereich, Bodychecking 89, Widerstandsfähigkeit bei 90 und 91 Defensive. Sein. Ja, mit Kreisel bei 90 Beweglichkeit, wenn mir einer lieber, der keine Kreisel braucht, dafür schon an sich eine höhere Beweglichkeit hat. Ich glaube, Evan Bouchard kriegt genauso viele Karten wie Noah Dobson. Na gut. Brent Clark, mein absoluter Liebling, nein. Und dann noch Alexander Tütterill, auch hier Karte mit 81 Tempo, ja. Als Backup-Goalie haben wir endlich eine Karte von Gudlevskis, war mein Hero im letzten Spiel, in der 83er. Also 1,93 großer, 97 Kilo, Spielaufbau-Boost, dann hat keine Fähigkeiten. Ich glaube, ich werde mir den einfach mal holen und den mal austesten. Nummer 1 haben wir Connor Hellebuyck, natürlich, 87er Karte, 1,93 groß, 98 Kilo, Tempo-Boost, Defensiv-Boost, leichte Arbeit und der goldene Showstopper. An sich Statistiken im Schnitt bei 87, Handschuh-Tief ist bei 91, 68 Aggressivität an sich. Eine helle Backkarte, wer sie damit spielen kann, immer gut. Die ganzen Karten kann man in Start the Month Sets auch machen, bei den Dezember Stars und da kommt jetzt schon der große Clou, um aus den Mercius zu machen, in 92er braucht ihr 100 von diesen Start of the Month Collectibles, ganz schön hohe Kosten. Zum Vergleich, für einen 87er Spieler gibt es 8 Collectibles, heißt, wenn man davon 12 Stück hat, dann ist man fast dran. Eine 87er Karte kostet gerade um die 55.000, also bevor ihr euch Austin Matthews macht, der, wie ich finde, nicht wirklich gut ist, habt ihr schon eigentlich das gleiche ausgegeben wie für eine Team of the Year Karte, also keine Chance da irgendeinen groß zu machen. Gut, Gudlevskis kostet dafür nur 3 Collectibles, wie gesagt, ich werde den mal austesten. Josi kostet nur 90 Collectibles, Morrissey auch 90, für Vince Dunn 75. Wie gesagt, keine Chance, dass ich da irgendjemand machen würde. Wie gesagt, für die Kosten habt ihr teilweise echt schon eine Team of the Year Karte zusammen. Und die steigt dann immer noch.
Also echt so cool, wie ich das Ganze mit den Starter der Months finde. Irgendwie sind es generell immer die gleichen Spieler und dann die, wo aus Europa oder aus niedrigen Ligen kommen, sind einfach unspielbar. Also so gerne, wie ich dann in den SC Bern oder in den Gudlevskis auch im Tor hätte als 83er Karten, ist halt einfach, wenn wir bedenken, was wir sonst schon im Spiel haben, dann einfach zu wenig und verfehlt meiner Meinung nach vollkommen das Thema. Vielen Dank fürs Einschalten, sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was think.